Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video hier auf Robson Town und wie angekündigt, wir gehen ein bisschen durch die Woche, heute zum Beispiel Social Movie Night zu Live by Night. Wir sind gerade im Aufbau der Berliner Kulturbrauerei im Kino und wir haben hier so Replika-Tommy-Guns, ich glaube die hier so 4-5 Kilo, richtig schwer die so zu halten und auch ein bisschen beängstigend, aber auch cool und ich liebe Gangster- und Mafia-Filme. Trashback kommt gleich vorbei, also Mr. Trashback natürlich mit Titel. Und der ist heute Co-Host und heute zur Abwechslung mal ohne Hollywoodstar. Das heißt, wir können etwas entspannter als sonst im großen Rahmen mit 440 Leuten den Film gucken. Und ich glaube, die Kamera fliegt einfach so ein bisschen rum. Da haben wir schon mal ein bisschen Stimmung für den Anfang. Auf jeden Fall ist das so. Was sagen wir denn heute? Heute sagen wir, also wir haben Film, der kommt ein bisschen zu spät. Sau kommt immer zu spät. Nein, stimmt nicht. Ich bin nicht zu spät gewesen. Das ist übrigens Michael für meinen Zweitkanal. Ich mache wieder auf meinen Zweitkanal Videos. Machst du Zweitkanal-Videos? Ich hab seit fünf. Im zweiten Willi, willst du auch auf meinen Zweitkanal? Die gibt's jetzt wieder. Ich hab's verkündet. Das ist Robson Town. Hallo, Robson Town. Endlich wieder da. Da bin ich ja auch schon drauf. Geil. Willi, ich stehe kurz vor der Rente inzwischen. Ja. Willi, Social Movie Night. Die Agentur, die dahinter steht, ist immer so Head-Off und seit vielen, vielen Jahren haben wir das alles so zusammen gebaut. Das haben wir aber damals schon auseinandergekaut, ne? Egal. Wir reden jetzt. Inhalt. Wird dann Musik kommt darüber. Übrigens, habt ihr gesehen? Hier, die Live by Night ist heute das Thema. Und alles ist voll mit Live by Night. Das ganze Kino ist hier eingekleidet. Hinten jedes Plakat, draußen jedes Plakat, egal. Aber warte mal, schmeckt nach irgendwas. Kannst du nicht dein Content auch jetzt auf dem Zeitkanal bringen? Das ist doch vielleicht brauchen für uns. Nee, das ist echter. Und hier machst du professionell. Ach so. Hier ist mit bei dir schwebig so besser ausgeleuchtet. So. Hier machen wir künstlich Kristall rein und so. Du meinst, die Kohle ist nicht mehr dafür eine richtige Kamera. Ich bin so ein Freund von Gratis-Dinger bekommen, deswegen nicht. Du bist Deutscher. Ja, das stimmt. Alles klar. So, weißt du, was ich gehört habe? Ja, was? Wir können bei der. Was ich gehört habe? Nee, was? Weißt du, was ich gehört habe? Herzlich willkommen zu einer neuen Social Movie Night! Das ist ein Film für die Social Movie Night. Soll er am besten auch gleich selbst nochmal erläutern. Meine Damen und Herren, bitte mit einem riesen Applaus. Hier ist er, Robert Hofmann! Ganz entspannt. Und auf die Fresse fliegen. Warte. Das ist das Ende, ne? Das ist richtig schön. Ja. Klatsch wirklich bis zum Ende? Ja, bis zum Ende. Ich bin schon älter. Ist okay. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie heute gekommen sind zur, ich glaube, 46. Social Movie Night. So, Social Movie Night ist vorbei. Gerade im Fahrstuhl, ab nach Hause. Ja, was hast du für heute? Guter Tag. Morgen heißt es, morgens um 7 die Film-News scripten und dann dreimal ins Kino. Ich weiß nicht, ob es da wirklich Sinn macht, irgendwas zu filmen. Wenn doch, dann mache ich es wohl nicht. Das war's für heute. Tschüss. So, wie schon gestern erwähnt, heute ist nicht so viel Berichtenswertes. Früh aufgestanden, so 7.30 Uhr, News scripten, News drehen, gerade vielleicht bei Sony in dem eigenen Hauskino, was sie hier im Sony Center haben, das ist ganz cool. Die irre Hellentour des Billy Lynn schauen, gleich geschäftlicher Lunchtermin, asiatische Tapas, die immer sausau lecker sind, auch ziemlich coole Tofu-Sachen haben. Dann nochmal Kino und heute Abend nochmal mit einem meiner besten Freunde Kino Hacksaw Ridge schauen. Was ganz cool ist, weil man dann so Quality Time mit Freunden hat und gleichzeitig einen schönen Film anschaut. Aber wie gesagt, alles nicht so spannend und deswegen. Glaube ich, war es das schon für heute. Aber morgen auch arbeiten und dann geht's abends nach München. Da könnte es sich vielleicht wieder lohnen. Leute, manchmal will ich mich einfach nur kurz ins Bett legen und dabei Mails abarbeiten, weil es entspannt ist. Und da kommt immer Pringles und setzt sich davor, ich kann wieder arbeiten und werde hier extrem belagert. Das ist schon ein bisschen nervig, aber es tut mir so leid, wenn ich ihn wegschicken. So Leute, ein neuer Tag, wie angedroht. Heute schon ein bisschen Tagesplan, schon ein bisschen wach. Heute gab es erstmal zu drehen morgens zwei Kritiken, wenn es interessiert. Zu die irre Hellentour des Billy Lynn und Hacksaw Ridge und das monatliche Ranking, die besten und schlechtesten Filme im Januar. Und jetzt werde ich gleich rudern. Das ist witzig, man wird vielleicht gar nicht denken, oh, Robert macht Sport, der ist da immer so.
korpulent, sagen wir es mal. Und, aber ich ruder tatsächlich so seit anderthalb Jahren, so zwei, drei, manchmal viermal die Woche. Also ich versuche jeden zweiten Tag 10 Kilometer auf dem Rudergerät. Muss mal gucken, ob ich das gleich filmen kann oder ob das irgendwie zu sehr mit einem Raum steht, aber ich finde das total super. Und eine Sache wollte ich noch erzählen, die mich wirklich immer wieder nervt und das passiert selten, nur heute ist es wieder passiert und es ist auch egal, welches Thema im Speziellen, aber wenn zum Beispiel auf YouTube und auf dem Hauptkanal jemand etwas sagt oder etwas Negatives zu sagen hat, was ja völlig normal ist, eine andere Meinung hat, was auch immer, aber manchmal gibt es auch Leute, die ein bisschen harscher werden und irgendwelche Vorwürfe machen und man nimmt dann dazu Stellung in den Kommentaren und sagt so, hey, pass mal auf, es ist so und so und so und so und dann schreibt der andere wieder was und sagt man, aber denk doch mal daran und man gibt mir immer Mühe, mit ordentlichem Ton und ordentlichen Worten zu erklären, was die Hintergründe von Dingen sind und dann schalten sich natürlich, je mehr man schreibt, andere Leute ein und so weiter. Und so ging das heute beispielsweise gefühlt anderthalb Stunden hin und her, was auch okay ist, es ist immer befruchtend, sich auszutauschen. Aber wenn dann der ausgehende Kommentator einfach irgendwann seinen Kommentar löscht, weil er vielleicht sagt, okay, vielleicht habe ich sich denkt, ich habe keine Ahnung, falsche Meinung gehabt oder ich habe keine Ahnung, was die Hintergründe sind. Aber dann diese ganze Diskussion weg ist und denkst dir so, danke. Jetzt haben wir hier eine Stunde komplett geschrieben, sich Gedanken gemacht, diskutiert dafür, dass man es dann löscht. Das finde ich immer ein bisschen hart. Das nervt mich schon immer auf YouTube. Zumal es dann auch immer so aussieht, als hätte man wahrscheinlich selber was gelöscht. Das ist halt Bullshit. Ich verstehe das manchmal nicht. Naja, however, das musste ich kurz loswerden. And here it is. Ich liebe es. Das ist voll mit Wasser gefüllt und macht so Wassergeräusche, wenn man rudert. Ich finde, Rudern ist halt eine super Kombination aus Ausdauer und Kraft. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr House of Cards guckt. Kevin Spacey rudert auch auf so einem. Aber egal, ich finde es super angenehm, so Wasserrauschen zu hören beim Sport. Auch wenn man es mir nicht glaubt. Sport erledigt. Ich bin schwitzi-schwatzi. So, duschen, fertig machen, Flieger, München. Wir sind in München angekommen und ja, es ist schon dunkel. Irgendwie verfliegt so ein Tag, wenn man fliegt. ich war letzte Woche schon da zum Filmball und da war es saukalt hier. Minus 13 Grad, nachts minus 17. Ich glaube, heute ist ein bisschen wärmer. Trotzdem gibt es zwei Dinge, die ich mir ernsthaft immer wieder fragen, die ich mich fragen muss. Das eine ist, vielleicht wisst ihr das, warum sind da Flughäfen immer alles in XXL-Verpackungen? Weil es im Duty-Free-Store dann irgendwie mehr ist für wenig? Oder? Ich habe es noch nie verstanden, warum man so riesen Toblerone-Dinger da kriegt. Keine Ahnung, ist winzig, aber ich habe es nicht verstanden. Und das andere ist, Leute, wenn das Flughafen München heißt, liebe Münchner, warum kostet der Taxifahrt nach München dann 80 Euro jedes Mal? Das ist voll übertrieben. Das ist ganz schön krass und ich finde, wenn der Flughafen München heißt, dann sollte der an München dran sein und nicht sonst wo. Übrigens fällt mir noch ein, dass wir beim Film mal sehr coole Fotos gemacht haben mit Paul und Flo, die mit dabei waren. Hier seht ihr das zu dritt und hier seht ihr eins, wo ich ein bisschen wahnsinnig gucke und Flo daneben sitzt, aber wir sehen halt Rett und Schnieke aus. Nicht super. Ist die Nummer des Glücks. Leute, seid ihr bereit für eine Roomtour? Niemals. Leute, ich habe schon wieder zwei Fragen. Nee, ich habe nicht zwei Fragen. Ich habe eine Frage und eine Präsentation. Nummer eins ist ohne Scheiß. Ich bin relativ viel unterwegs und komme immer wieder in Hotels, so à la Couleur. Und ganz oft fällt mir auf, dass in letzter Zeit dieses In ist, eine Dusche, die aus Glas ist, neben das Bett zu stellen. Wer will denn das? Wenn man ein bisschen privat wäre und man macht da nicht die Dusche aus Glas neben das Bett. However, das Nummer eins. Nummer zwei ist, ich muss euch was präsentieren. So ein bisschen hallmäßig. Ich finde es super gut. Und zwar, hast du jetzt schon runtergeschwenkt? Das sollte eine Präsentation werden. Ein Handdampfgerät. Ist der absolute Hammer für, wenn man Hemden tragen muss oder Jackets oder Hosen oder Frauenkleider oder Businessklamotten oder was auch immer und die beim Transport oft so klicken. Klingt jetzt so ein bisschen speziell von überhaupt der Bedarfs. Egal. However, damit kann man super geil Sachen glätten. Macht man so. Ist beruhigend, so Zen-Garten-mäßig. Es macht überall die Falten raus und ist super freshy, dampfy dann und das war super. Handdampfgerät. Frühstück. Ja. So, jetzt geht es zur Münchner Filmwoche. Dort stellen halt die unterschiedlichen Studios und Verleiher ihre Filme des Jahres vor. In dem Fall 2017 und zeigen auch immer Ausschnitte und so weiter. Das heißt, wieder ab ins Matheser Kino. Dort drin drehen selber darf man nicht. Und danach gibt es für gewöhnlich dann noch immer irgendwelche Empfänge, Veranstaltungen, irgendwas in die Richtung. Das wird den heutigen Tag bestimmen. Und es ist echt kalt, aber schöner blauer Himmel in München. Viele Menschen, viele Filme. So Leute, mitten in der Nacht in München ist schon wieder schweinekalt. Aber es war ein schöner Tag. Sorry, dass heute nicht so viel zu sehen gab. War aber auch schon spannend, aber schon wieder so viel Filmkram. Muss nicht immer sein. Jetzt ist Freitagabend und das heißt, ich darf so lang wach bleiben, wie ich will. Cool.
Morgen, guck mal meine Haare. Richtig Grisselmissel. Dann gestern ging es natürlich mal immer wie immer lange. Ich glaube, war so ein 3 im Bett oder so. Dementsprechend jetzt schnell Frühstück, dann mal duschen, um nicht wie Grisselmissel Krusty der Clown auszusehen. Und zurück nach Berlin, ab in die Heimat. Jetzt sehen die Haare nass aus, aber egal. Auf geht's nach Hause. Warten aufs Taxi. Heute ist Samstag, Leute. Was macht ihr eigentlich dieses Wochenende? Call to Action. Muss in jedes Video. Übrigens beim Filmball, da durfte ich im Bayerischen Hof schlafen. Das ist ja ein super beliebtes Hotel. Und hier seht ihr mal ein Foto mit was für einem geilen Blick die dort haben. So ein bisschen über die Stadt. Voll schön, auch wenn es eisekalt ist in München. Mag ich so diese Architektur, wenn man die Altstadt sieht und erlebt und so. Ich bin ja, liebe Berlin, über alles. Aber was manchmal die Größe und die Pomposität der Gebäude angeht, finde ich München immer wieder architektonisch besonders sehr interessant. Ich muss sagen, ich mag den Münchner Flughafen, vor allem den Terminal 2 bei Lufthansa, der ist nämlich so super weitläufig und man muss nicht so ewig anstehen. Aber heute war ich der, nicht der, aber derjenige, der heute halten musste für Sprengstofftest, für Komplettkörpercheck, für Schuhe ausziehen, für... Aber wenn... nichts passiert. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin noch nie mit so einem riesigen Doppelstockflugzeug geflogen. Das ist echt eine Sache, die ich in meinem Leben noch erledigen will. Zwar schon mit so 4 Turbinenmaschinen, halt wenn man auf andere Kontinente fliegt, aber irgendwie noch nie mit so einem Doppelstockding. Bin immer noch am Flughafen, langweilig. Einfach mal nix sagen. Ah, es ist Wochenende. Ich bin so glücklich, wenn Wochenende ist. Ich weiß nicht warum. Ich kann es wiederholen. Ich bin dann jede Woche wie so ein kleines Kind. Ich darf so lange wach bleiben, wie ich will. Ich darf so lange Computer spielen, wie ich will. Ich darf so viel rausgehen, wie ich will. Ich glaube, als Kind muss ich irgendwie gefangen geworden sein. Keine Ahnung, warum ich das noch mit 30 so, 29, so hyped. Aber ich finde es super. Das sind die einfachen Dinge im Leben. Das und ein Lamborghini. Bullshit. Ich bin einmal. Freier Platz neben mir. Das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Schlafen noch das Beste. Da bin ich wieder verstrubbelt. Aber dafür zu Hause. Guten Morgen, Leute. Es ist Sonntag und frisch geduscht. Und Sonntag ist eigentlich immer so der Tag, wo ich versuche, irgendwie ganz frei zu haben. Aber weil jetzt halt München war und so weiter, gibt es halt auch einiges zu tun. Das heißt, jetzt erstmal 3 Videos drehen, dann rudern und kochen. Ein sehr geiles Gericht, was ich sehr mag, findet ihr hier das Bild mit dem Thermomix. Sollte ich vielleicht auch mal ein Video drüber machen. Ding, das habe ich mir vor 8 Monaten gekauft und ich feiere es total. Ansonsten, was steht noch an? Tim Thaler Premiere, das heißt nachher ab zum Zoo, zum Kudamm. Heute eine Filmpremiere auf dem Sonntag, ist ja auch so ein Familienfilm. Das ist ja immer dann auch so gerne aufs Wochenende getimt. Und zwischendurch, bei verkaufsoffener Sonntag ist der Kühlschrank verdammt leer, auch gleich noch den Kühlschrank auffüllen und dann ist auch schon wieder abends. Und ich glaube, dann heute mal eine richtig schöne Runde zocken und entspannen. Und ja, ich glaube, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Video geworden ist. Das war jetzt quasi so Mini-Vlog-Stücke von jedem Tag über 4, 5, 6 Tage, keine Ahnung. Und morgen geht es dann nämlich weiter, ganz normal, schon wieder mit Pressevorführungen, Videos drehen. Ich muss zum Radio wie alle 2 Wochen Kritiken aufnehmen. Nehme ich euch gerne mit hin und ich hoffe, ihr fandet das bis jetzt so ein bisschen spannend, ein bisschen anders. Bin auf euer Feedback auf jeden Fall gespannt an dieser Stelle. Und Leute, ja, folgt eurem Herzen, denn es ist und bleibt das Wichtigste. Schönes Wetter übrigens in Berlin. Ich mag, wenn die Sonne rauskommt im Winter, da ist man nicht so schlecht gelaunt. Na gut, macht's gut, bis bald und tschüss.